Heute wollen wir über den Seelenanker der Hoffnung sprechen. Hebräer 6, Vers 13. Denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Weil Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen. Gott musste beim Schwören seine Hand nicht auf einen Stapel Bibeln legen. Er sah sich um und dachte, tja, da es hier nichts gibt, was größer ist als ich, muss ich wohl bei mir selbst schwören, dass sich diese Verheißung erfüllt. Und sagte, ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. So ähnlich schwört Gott bei sich selbst und sagt jedem von euch, ich werde dich reichlich segnen und das, was du tust, vielfach vermehren. Das gilt für jeden von euch. Ich werde dich segnen und vermehren. Wisst ihr, Multiplikation geschieht viel schneller als Addition. Gott hat nicht gesagt, ich füge dir nach und nach etwas hinzu, sondern ich vervielfältige das, was du hast. Daraus entsteht schnell exponentielles Wachstum. Danach wartete Abraham lange und geduldig. Sagt alle, wartete lange. Sagt, wartete geduldig. Sagt, wartete lange und geduldig. Nur noch einmal, um sicherzugehen, dass es auch wirklich bei euch hängen bleibt, wartete lange und geduldig. Wisst ihr, wir empfangen die Zusagen Gottes nicht nur durch Glauben, sondern durch Glauben und Geduld. Warten gehört zum Leben dazu. Und wer nicht lernt, mit einer positiven Haltung zu warten, macht sich das Leben unnötig schwer. Ihr müsst lernen, die Reise zu genießen. Nicht nur zu erdulden, sondern zu genießen. Wir alle wünschen uns, dass wir noch einmal von vorn anfangen könnten. Mit dem Wissen, das wir inzwischen angesammelt haben. Ich wünschte mir, dass ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, weil ich meine Lebensreise dann viel mehr genossen hätte. Vor ungefähr 15 Jahren begriff ich es endlich. Aber meine Hoffnung ist, dass ich euch viel von dem Schmerz und der Qual ersparen kann, die ich durchgemacht habe, einfach durch das Wissen, dass wir Gott nicht zur Eile drängen können. Er macht alles genau zur richtigen Zeit. Gott kennt den perfekten Zeitpunkt für das, was wir uns wünschen. Und er weiß sogar, dass einiges von dem, was wir uns wünschen, überhaupt nicht das ist, was wir eigentlich wollen. Wir glauben nur, dass wir es wollen, bis wir einsehen, dass wir in Wirklichkeit das wollen, was Gott für uns hat und nicht das, was uns vorschwebte. Oh nein, diesen Satz wiederhole ich jetzt nicht. Das würde ich vermutlich nicht hinbekommen. Aber ich möchte wirklich, dass das heute bei euch ankommt. Sind wir uns wirklich bewusst, dass Geduld und Warten dazugehören, oder reden wir nur darüber? Wir kommen um das Warten nicht herum. Und ich empfehle euch heute, umzudenken, sodass ihr sagt, ich werde das Warten genießen. Oft halten wir unser Ziel für das Wichtigste, obwohl es das gar nicht ist. Die Reise ist viel wichtiger als das Ziel. Es kommt darauf an, wie wir die Reise bestreiten. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Wer einen Eid leistet, schwört bei einem Größeren, dass er diesen Eid halten wird. Und ein solcher Eid ist ohne Zweifel gültig. Vers 18. Gott gab uns also sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Was Gott zusagt, erfüllt sich auch. Anders geht es nicht. Es muss sich erfüllen. Das Einzige, was es aufhalten kann, ist unser Unglaube. Wenn wir aufgeben, dann erleben wir auch nicht das, was Gott uns zugesagt hat. Aber Gott selbst gibt nie auf. Das ist für uns, die wir bei ihm Zuflucht gesucht haben, eine große Ermutigung,
Denn wir wollen ja das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, erreichen. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Ein Anker, der unverrückbar und unzerbrechlich ist. Und jetzt kommt der Schlüssel. Für jeden. Sagt, ich bin jeder, der sich auf ihn verlässt. Darauf kommt es an, dass wir uns auf diesen Anker verlassen. Wir verlassen uns häufig so sehr auf unsere Gefühle und wollen immer genau wissen, was uns erwartet. Aber es ist bemerkenswert, dass da steht, dass es um den Anker unserer Seele geht. Unsere Seele ist nicht dasselbe wie unser Geist. Unsere Seele ist nicht dasselbe wie unser Leib. Unsere Seele ist der Teil in uns, der zwischen Geist und Körper steht. Unsere Seele sagt uns nicht viel über Gott, aber eine Menge über uns selbst. Unsere Seele, das sind unsere Gedanken, unser Wille und unsere Emotionen. Deine Seele, meine Seele, sie sagt uns, was wir wollen, was wir denken und was wir fühlen. Sie sagt uns nichts über Gott. Wer mit Gott in Berührung kommen will, der muss tiefer gehen als die Seele. Und leider kommen die meisten Menschen nie aus diesem seelischen Bereich heraus, raus aus diesem Wüstenleben, hin zu einem Leben im Geist. Seid ihr euch bewusst, wie sehr wir unseren Alltag von unseren Gefühlen, unserem Willen und unseren Emotionen bestimmen lassen? Denkt einmal darüber nach. Wie sehr richten wir uns nach dem, was wir wollen, was wir denken und was wir fühlen? Bevor ich gestern an die Reihe kam, saß ich wie gewöhnlich da drüben und wartete auf meinen Einsatz. Die Musik war fantastisch. Und als der Lobpreis sich dem Ende neigte und ich wusste, dass ich gleich mit meinem Vortrag beginnen würde, spürte ich nichts Besonderes von Gott. Ich wusste auch nicht so genau, was ich als erstes sagen oder tun würde. Es kam mir jedoch so vor, als würde Gott mir bestätigen, ich bin in dir, ich bin hier. Als ich dann aufstand und zum Pult ging, hatte ich immer noch keine Ahnung, womit ich meinen Vortrag beginnen würde. Das ist Glaube. Ich hatte keine Ahnung. Doch sobald ich den Schritt wagte, einige von euch erleben nie, wie Gott euch seine Kraft verleiht, weil ihr auf ein bestimmtes Gefühl wartet, ehe ihr Schritte wagt. Gott möchte, dass ihr Schritte geht, im Glauben darauf, dass er euch zur Seite eilt. Ich möchte euch etwas sagen, eines der wichtigsten Dinge, die ich euch heute sagen werde. Das war nicht so geplant, aber ich glaube, dass einige von euch das unbedingt hören müssen. Hoffnung ist das, was uns dazu bewegt, Schritte zu wagen. Hoffnung ist der Anker unserer Seele. Wenn wir uns voranwagen, kann Gott in unserem Leben aktiv werden. Ich meine damit nicht, dass wir irgendwie fanatisch und unweise sein sollen, aber persönlich bin ich lieber ein bisschen zu engagiert und fall ab und zu mal auf die Nase, als kalt und tot zu sein und nie herauszufinden, was Gott mit mir vorhat. Natürlich sollten wir beten, um herauszufinden, was Gott von uns möchte. Wir sollten uns Mühe geben, seine Stimme zu hören, aber dann müssen wir es auch mal ausprobieren. In all den Jahren, in denen ich diese Arbeit hier tue, ist es kein einziges Mal vorgekommen, kein einziges Mal, dass Gott sich nicht zu mir gestellt hat, wenn ich Schritte gegangen bin. Kein Mal. Manchmal fühle ich mich von ihm ganz konkret angeleitet, aber gestern war das nicht der Fall. Trotzdem war er an meiner Seite. Aber gefühlt habe ich dabei wenig, erschreckend wenig. Nach dem Motto, Gott, ich schaue hier 27.000 Menschen an, die etwas von dir erwarten. Und ich fühle mich so stinknormal. Worauf es ankommt, ist, sich hinauszuwagen.
Und ich bin überzeugt, dass dieser Saal voller Möglichkeiten steckt. Dieser Saal birst nur so vor Potenzial. Gott hat euch nicht nur hergebracht, damit ihr euch amüsieren könnt, obwohl das natürlich nicht ausgeschlossen ist. Gott hat es gern, wenn wir es uns gut gehen lassen. Teilweise möchte er einfach nur, dass wir auftanken. Für einige von euch ist es vielleicht alles, was er tun möchte, aber andere von euch will er herausfordern, Schritte zu wagen. Das können ganz kleine Schritte sein oder auch große. Aber auf jeden Fall möchte Gott, dass ihr ein aufregendes Leben habt. Eines, bei dem euch angesichts seines Handelns förmlich die Spucke wegbleibt. Gestern haben mir bestimmt 100 Leute nach der Veranstaltung gesagt, das war der Hammer. Dabei konnte keiner von uns genau sagen, was an der Veranstaltung eigentlich so besonders war. Wir hatten einfach den Eindruck, das war der Hammer. Und genau das wünscht sich Gott für euer Leben. Ich sagte, und genau das wünscht sich Gott für euer Leben. Aber kommen wir noch einmal auf das Bild vom Seelenanker zurück. Ich denke, wir sollten das nicht zu schnell übergehen und sagen, ja klar, er ist der Anker für meine Seele. Was genau bedeutet das? Wir alle wissen, was ein Anker ist. Wenn man möchte, dass ein Schiff im Wasser an einer bestimmten Stelle bleibt, dann wirft man den Anker aus, weil man sonst wegtreibt. Ist das Schiff hingegen verankert, kann es sich zwar immer noch ein Stück weit in alle Richtungen bewegen, aber eben nur ein Stück weit. Eventuell will das Schiff da drüben hin, aber oh, weiter geht es nicht. Und Gott hat uns Hoffnung als Anker für unsere Seele gegeben. Was heißt das? Es heißt, wenn ich eine Zusage von Gott bekommen habe, aber das ewige Warten leid bin und meine Gedanken verrückt spielen und mir einreden wollen, du wirst das nie bekommen, alle anderen werden gesegnet sein, nur du nicht, da kannst du genauso gut gleich aufgeben, dann ist die einzig richtige Reaktion, Moment mal, da ist doch der Gott der Hoffnung, der mich zurückzieht und sagt, nein, meine Zusagen gelten auch für dich. Wenn eure Gefühle ausrasten und ihr sagt, ich halte das nicht mehr aus, es reicht mir, ich bin total durcheinander. Okay. Wer in Hoffnung verankert ist, der treibt zwar manchmal ein bisschen in die eine oder andere Richtung, aber nie zu weit, weil der Anker einen zurückzieht. Natürlich spielen unsere Emotionen manchmal ein bisschen verrückt. Das war bei mir heute Morgen, als ich aufwachte, auch wieder der Fall. Ich hörte sogar das altbekannte, was ist mit mir? Relativ schwach, aber irgendwo im Hinterkopf rumort es, und was ist mit mir, wenn die Veranstaltung vorbei ist? Denkt dann auch jemand an mich? Was wird? Nicht so schnell. Meine Gedanken wollten abdriften, wurden aber wieder zurückgezogen. Und unser Wille? Unglaublich. Ich will aber nicht und ich denke nicht und mir ist auch nicht danach zumute. Dein Wille geschehe, Herr, nicht meiner. Versteht ihr, was ich euch zu sagen versuche? Ich wollte euch das auf diese Weise veranschaulichen. Ich kann es nämlich nicht leiden, wenn wir mit fromm klingenden Begriffen aus der Bibel um uns werfen und alle sagen, oh, das hörte sich so gut an, aber keiner genau weiß, was damit eigentlich gemeint war.
Das ist es also, was mit dem Seelenanker gemeint ist. Wir schicken euch alle mit diesem Anker der Hoffnung nach Hause. Ein Anker für eure Seele, der euch davon abhält, zu weit wegzutreiben. Ihr dürft schon mal einen kleinen 5-Minuten-Anfall haben, aber Gott bringt euch immer wieder zurück. Einverstanden? 1. Mose 15, Verse 1 bis 6. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abram: Hab keine Angst, Abram, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Davon dürft ihr euch ruhig persönlich angesprochen fühlen. Doch Abram entgegnete, das, was auch wir oft daraufhin sagen, aber Herr, du hast mir dies und das noch nicht gegeben. Abram antwortete also: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Herr, ich habe keine Kinder. Ich wollte gerne Kinder haben. Ich habe gebetet, dass ich welche bekomme, aber das hat alles nichts gebracht. Jetzt habe ich mich mein Leben lang abgerackert und am Ende erhält mein ganzes Erbe dieser Mann, der bei mir angestellt ist. Gott, wenn du mich wirklich so reichlich belohnen willst, wenn ich wirklich so viele Nachkommen haben soll, wo sind sie dann? Was hast du bis jetzt für mich getan? Vers 4. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abram aus dem Zelt nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Wir alle haben unser Zelt. Und ehrlich gesagt, wenn wir zu viel Zeit darin verbringen, wenn wir die Nase nicht aus unserem Zelt stecken, denken wir schnell: Ja klar, all das Großartige, was Gott verspricht, ich sehe nur Windeln und schmutziges Geschirr und der Mann, mit dem ich verheiratet bin, hat inzwischen einen Bierbauch und eine Glatze und mir hängt das alles so zum Hals heraus. Wir haben kein Geld und unser Auto ist kaputt. Sicher, ich würde ja gerne glauben, was Gott so verspricht, aber bei mir wird das nie was. Und Gott sagt: Komm aus dem Zelt heraus. Oh, wow. Vielleicht gibt's ja doch noch Hoffnung für mich. Das, was ihr an diesem Wochenende getan habt, tut euch gut. Ihr seid aus eurem Zelt herausgekommen. Ihr seid aus eurem Zelt herausgetreten und schaut zum Himmel. Ihr habt einige inspirierende Geschichten gehört. Ihr habt gute Vorträge genossen. Ihr habt Gott angebetet. Und ihr seid mit anderen wunderbaren Menschen zusammen, die ihren Glauben ernst nehmen. Ihr solltet wirklich aufpassen, nicht zu viel Zeit in eurem Zelt zu sitzen und eure Probleme anzustarren, weil ihr sonst eure Hoffnung aufgebt und nicht mehr glaubt, dass Gott noch viel Gutes tun kann. Ich sage dir, falls du bei dir zu Hause die einzige Person bist, die Jesus Christus nachfolgt, dann solltest du unbedingt einige Freunde haben, die ihren Glauben genauso ernst nehmen wie du und dich ermutigen können. Verbring Zeit mit ihnen. Habt ihr mich gehört? Schaut euch nicht nur meine Sendung an, wenn ihr zufälligerweise mal Zeit habt, sondern holt euch täglich die geistliche Nahrung, die ihr braucht, um den Tag zu bewältigen. Das muss nicht unbedingt meine Sendung sein. Schaut euch das an, was euch gut tut. Hauptsache, ihr kommt aus eurem Zelt heraus. Man kann die Rechnung noch so lange anstarren, bezahlt werden sie dadurch auch nicht. Jahrelang hatte ich diese Bibelstelle gelesen, ohne zu begreifen, warum es so wichtig war, dass Abram aus seinem Zelt heraustrat. Wow. Wow, Gott ist ziemlich groß. Vielleicht wird er auch etwas für mich tun. Römer 4, Vers 18. Abraham war ein Mensch wie wir. Er war ein Mensch, der einen Wunsch hatte. Er musste durchhalten, er musste geduldig warten, er musste lange warten. Und während er wartete, musste er ab und zu aus seinem Zelt herauskommen, um sich Weitblick zu verschaffen.
Abraham glaubte ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Ich liebe diese Verse. Er glaubte dennoch. Wie vielen von euch erscheint eure Lage hoffnungslos, rein menschlich gesehen? Alles scheint darauf hinzudeuten, puh, keine Chance, keine Chance. Aber bewegt euch aus eurem Zelt heraus und sagt, ich brauche gar keinen Grund für meine Hoffnung, weil meine Hoffnung nicht auf menschlichen Gründen basiert, sondern auf dem Gott der Hoffnung. Und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden, und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. In dem Alter lief nichts mehr. Vielleicht hatten sie sogar einen Spiegel in ihrem Zelt. Wäre er da drin geblieben, hätte er sich und Sarah angeschaut und sich versucht vorzustellen, wie sie eines Tages noch ein Kind haben sollen. Und er hätte gedacht, keine Chance, ich sehe nur Falten, da geht nichts mehr. Und Gott sagte zu ihm, geh aus deinem Zelt heraus und schaue nach oben und glaube, dass ich alles tun kann, was ich dir verspreche. Wer seine Umstände zu lange anstarrt, versinkt in ihnen. Wer sich selbst zu lange anstarrt, versinkt in sich selbst. Wir dürfen uns nicht in unseren eigenen Schwächen verlieren. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Ich wusste nicht, was für die gestrige Veranstaltung wichtig sein würde, aber Gott wusste es. Und als ich mich hinauswagte, hat er sich an meine Seite gestellt. So lebe ich schon seit 35 Jahren. Und das könnt ihr auch. Wie ist es wohl, Joyce Meyer zu sein? Nicht viel anders als Susanne Schmidt oder Johannes Braun oder sonst irgendjemand. Wir sind alle Menschen wie du. Und Gott kann dich genauso gebrauchen, wie er andere gebraucht. Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass es menschlich gesehen keine Hoffnung gab. Er ignorierte seine Umstände nicht. Er nahm sie wahr. Er wusste, wie alt er war. Er wusste, wie alt Sarah war. Er wusste, dass das, was Gott sagte, eigentlich unmöglich war. Aber vielleicht erinnerte er sich an einige der erstaunlichen Dinge, die Gott in der Vergangenheit getan hatte. Vielleicht entschloss sich Abraham, genauso wie wir es tun sollten, ein Gefangener der Hoffnung zu bleiben. Nein, 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 nein. Ich bleibe einfach hoffnungsvoll. Und mag es noch so lächerlich erscheinen, ich hoffe weiter, ich glaube weiter, ich vertraue weiter, ich will die Zusagen Gottes ernst nehmen und Schritte wagen. Ihr habt gar keine Vorstellung davon, was für ein Potenzial in euch steckt. Und einige von euch werden es nie herausfinden, wenn ihr mir nicht heute zuhört und sagt, ich versuch's einfach mal. Aber was ist, wenn es daneben geht? Das ist nicht das Ende der Welt. Was ist, wenn ich an Gott vorbeilaufe? Ach, der findet dich schon. Es ist wichtig, dass ihr eure Seele versteht und wie sie funktioniert. Lasst mich noch einmal betonen, dass sich viele Leute nach ihrer Seele richten, nach ihren Gedanken, ihrem Willen und ihren Emotionen. Ich könnte die nächsten 100 Jahre darüber reden und Leute würden das immer noch hören müssen. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich möchte, ich möchte, ich fühle, ich denke, ich möchte, ich fühle. Achtet einmal darauf, was Menschen so sagen. Ständig sagen sie einem, was sie denken. Also ich denke, also ich sag dir mal, was ich dazu denke. Ich denke, ich möchte Gott, ich möchte Gott, ich fühle Gott, ich fühle, ich fühle. Was Gott von uns hören möchte, ist, Herr, dein Wille geschehe. Ich will zwar nicht unhöflich sein oder zu hart klingen, ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber wisst ihr was? Es ist völlig einerlei, was wir denken. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt auf das an, was in der Bibel steht, nicht darauf, was wir denken. Und wir müssen lernen, über einige Dinge nicht zu viel nachzudenken.
Wir grübeln teilweise zu viel. Fragt euch nicht mehr so viel, was ihr fühlt und denkt und wollt, und lernt lieber, etwas tiefer zu leben. Geht ein bisschen tiefer. Hoffnung hat es in sich, aber gewaltig. Hebräer Kapitel 6, Vers 19 erinnert uns, dass Hoffnung ein Anker für unsere Seele ist. Sie ankert uns, sodass wir immer Halt haben, ganz gleich, wie entmutigend ihre Umstände auch aussehen. Sie können sich auf Gott und seinen perfekten Zeitplan für ihr Leben verlassen. Er ist ihr Helfer und wird ihnen unter die Arme greifen. Besuchen Sie Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Klicken Sie Gefällt mir und Sie bekommen jeden Tag ermutigende Zitate von Joyce auf Ihre Facebook-Seite. Offen, direkt und auf den Punkt. Kleine Oasen für den Alltag. Lesen Sie mit, es lohnt sich. Nur bei Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Wir sind hier mitten in Tansania, wo das Volk der Datoga lebt. Das erste Mal war ich vor über einem Jahr hier und die Zustände, die wir hier gesehen haben, waren absolut herzzerreißend. Es gab kein Trinkwasser. Die Menschen mussten stundenlange Fußmärsche auf sich nehmen, nur um etwas schmutziges Wasser zu bekommen. Es gab keine Bildung. Also haben wir uns gefragt, wie wir helfen können. Und nun sind wir wieder hier und haben gerade einen von 5 Brunnen eingeweiht, die wir gegraben haben. Und das sind nicht einfach nur Löcher im Boden. Die Brunnen sind mit solarbetriebenen Pumpen ausgestattet und haben jeweils ein Wassersammelbecken für 10.000 Liter. Wir haben auch eine Grundschule gegründet, die bis zur 5. Klasse geht. Das Leben dieser Menschen hier in Tansania hat sich total verbessert. Und ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Die Leute hier wissen das sehr zu schätzen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei ihnen bedanken und ihnen Gottes Segen wünschen. Ich bin wirklich begeistert von meinem neuen Buch Power Gedanken. Vor einigen Jahren habe ich das Buch Das Schlachtfeld der Gedanken geschrieben. Power Gedanken ist sozusagen der nächste Schritt. Es war ein großartiger Tag, als Gott mir klar machte, dass man bewusst denken, das heißt, sich für oder gegen bestimmte Gedanken entscheiden kann. Unsere Gedanken bestimmen, wer wir sein werden. 12 Prinzipien, durch die Sie den Kampf in Ihrem Kopf gewinnen und positive Resultate erleben werden. Bestellen Sie Ihr Exemplar von Power Gedanken jetzt unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.